Dö. Und da wir ja immer noch in Kristall 2 waren, heißt es, dass auch einige vielleicht nicht ganz so gut angegriffen haben. Wir haben uns aber auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und da wir uns in dem Video auf jeden Fall nicht über Leute lustig machen wollen, sondern einfach nur lustige Angriffe, lustige Momente zeigen wollen, fange ich einfach auch mal mit einem Angriff von mir an, weil ich finde es ganz wichtig, auch über sich selbst lachen zu können. Und dann gucken wir uns hier den Angriff an. Ihr seht, ich bin ein Rücherathaus 10er, muss hier in Anführungszeichen einen Elfer angreifen. Aber er hat ja, wenn wir mal ehrlich sind, er hat 3 Luftabwehr auf Rathaus 8 Niveau und ein paar Bogenschützen, ein paar Magiertürmer. Und das war's. Also sagen wir es so, ich bin da ein bisschen so dran gegangen, ich bin der Allergrößte und Coolste und mach da easy 3 Sterne. Und hab mit den Minern angegriffen, weil die Miner gerade im Angebot waren. So, bis jetzt sieht es hier auch gar nicht so bad aus. Also, bis dahin, bis jetzt kann man sagen, warum soll das denn ein Fail-Angriff werden? Hä? Es ist einfach nur so ein Clan-Kriegs-Rusher, da macht man doch easy 3 Sterne drauf. Jetzt tu dich mal nicht so als irgendwie Profispieler darstellen. Aber passt auf. Erstens hier der Move. Den King wollte ich setzen, damit er oben die Queen holt. Der läuft aber natürlich zur Goldmine. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Der Plan für den King wäre normalerweise gewesen. Ich setze ihn hier auf die Bauhütte, damit er hier auf Armeelager, hier Kaserne und hier nach oben weiter sammelt, damit das Pathing für die Miner ein bisschen cooler ist. So. Jetzt komme ich hier mit den Minern. Alles sieht soweit gut aus nach einem richtig krassen Overkill. Und jetzt passt auf und guckt euch das Bild an. 1, 2, 3, 4 Riesenbomben nebeneinander. 4 Stück. Und das macht hier gleich Pau mit noch einer Tornado-Falle. Und ich denke mir nur so, what ist da gerade passiert? Instant hier drauf und hatte hier ein bisschen Glück, dass hier außen nicht noch mehr Riesenbomben hier waren. Nämlich, ihr seht es hier an den Explosionen. 1, 2, 3, 4, 5 Riesenbomben waren hier platziert. Und ich dachte wirklich, in dem Moment, ich faile auf die Base. Heile meine Miner durchgehend, zünde hier nochmal meinen King und... Oh mein Gott, ich hatte wirklich, ich habe das on-stream gemacht und dachte wirklich, ich faile noch auf die Base. Hatte dann hier aber noch Glück, dass er einfach nicht gut ausgebaut war, sonst wäre das hier auf jeden Fall ein richtig peinlicher Fail-Angriff gewesen. Beziehungsweise ist es eigentlich jetzt schon. Und dann würde ich auch mal uns in die Angriffe reinspringen von den Gegnern, weil im gleichen Krieg waren auch noch ein paar andere lustige Sachen dabei und die zeige ich euch jetzt. So, den Angriff habe ich drinne, weil ich fand einfach den Anfang so cool. Seht ihr hier die Ramme? Er hat die Ramme auf das Rathaus gesetzt, was ganz außen steht. Und die Riesen kommen einfach und laufen um das Rathaus herum. Ich komme da drauf nicht klar. Hätte ich demjenigen die Ramme gespendet, ich wäre auf jeden Fall mad gewesen. Wäre auf jeden Fall richtig mad gewesen. Er setzt dann einfach nur einen Magier. Das hätte er auch einfach so machen können. Da hätte er die Ramme irgendwie sinnvoller setzen können. Die Riesen in der Ramme laufen einfach um das Rathaus herum. Fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig. So. Fand ich hier richtig lustig. Wie gesagt, ich mache mich nicht hier über irgendwelche Spieler lustig, sondern nur über irgendwelche Situationen. Und sind wir mal ehrlich, das war schon ziemlich lustig. Hier auch der Sprungzauber, erstmal hier seine ganzen Truppen sterben lassen und dann zu denken, Alter, setzen wir mal hier ganz am Rand einen Sprungzauber. Das war jetzt vielleicht auch nicht so der cleverste Move, aber lustig war's und das soll ja das Video sein. Ziemlich lustig. Und ja, wird dann hier sogar nur ein One-Star. Ja, was soll ich dazu sagen? Fand ich auf jeden Fall lustig. Hier auch die Klamburg rausgekommen und Adler nimmt dann hier alle anderen Gebäude raus. Und wenn man einen One-Star auf die Base macht, wo das Rathaus wirklich einfach nur draußen steht und man mit einem Bogey machen kann, das kann wirklich
jeder und jetzt hier ein Elfer, der so verkackt. War schon ganz lustig. Aber das wird nicht der lustigste Angriff oder der lustigste Fail gewesen sein, sondern wir springen hier direkt und nein. Es war nicht der Fail, dass Eren aus Versehen die Base genommen hat. Also eventuell schon. Es war auch auf jeden Fall lustig. Aber noch lustiger war der Angriff auf die Base. Es war irgendwie keine Ahnung, was man sich bei der Base gedacht hat. Ich glaube, das war so eine Fun-Troll-Base, um die Mauern nach oben zu machen, um zu wissen, welche Mauer man nach oben zieht. Und er hat sie aus Versehen in der Clan-Kriegsliga aktiviert gehabt. Und gucken wir uns einfach mal an, was der hier macht. Also, ihr seht schon, es ist erstmal die Magier. Ich meine, wer kennt's nicht? Wieso irgendwelche Tanks oder sowas setzen? Die setzt man irgendwie ganz weit weg. Lieber mal alle Magier setzen. Jetzt hier gegen die Kanonen kommen. Bowler auch hinterher. Und dann die Ramme. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Die Ramme als letztes, damit die Ramme auch ziemlich weit in die Base reinkommt. Kappa. So, hier der Cleanup irgendwie geführt schon tot. Der Adler schießt jetzt hier auch noch auf die Bowler. Ja, Ramme kommt jetzt hier rein und läuft in Single-Inferno-Turm. Wo ich mir so gedacht habe, puh. Jetzt wirft er den Freeze-Zauber drauf? Okay, nicht vielleicht früher. So, Klamburg kommt jetzt hier raus. Und ihr seht schon, es sieht jetzt irgendwie vielleicht nicht ganz so gut aus. Hier auch die Valkyren, die er mitgenommen hat, laufen einfach außen lang, weil er, keine Ahnung, nicht ordentlich gefunnelt hat. Und ja, läuft auf jeden Fall nicht so gut. Hat jetzt hier sogar hat sogar richtig Glück, dass er hier gerade so den One-Star bekommt. Und sind wir mal ehrlich, hier Rathaus 12 gegen 12. Der Lukas hat gerade abonniert, obwohl ich einfach nur ein Video aufgenommen habe. Ehren Lukas, vielen lieben Dank. Und jetzt bist du für immer und ewig in dem Video verewigt. Okay, das ging irgendwie nicht auf. So, genug lustig wieder über andere Leute uns lustig gemacht. Machen wir uns jetzt wieder, das war eigentlich voll der Fail, weil wir machen es ja nicht lustig über die Person, sondern über die Angriffe. Jetzt machen wir uns über den nächsten Angriff lustig. Und das ist hier von Jakob, von uns. Und das ist ein Elver. Und der muss jetzt hier einen Zehner dippen. Kommt jetzt hier mit der Ramme. Seine Queen macht leider ein bisschen Faxen, läuft nicht rein. Und ihr seht es hier schon, Klamburg nimmt jetzt hier den Packer raus. Die Riesen sind hier schon alle gestorben. Und er hat jetzt hier Babydrache plus einen normalen Drachen, den er jetzt hier dabei hat. Und jetzt achtet mal genau auf die Queen und auf die Heiler. Die switchen jetzt hier eigentlich um. Und jetzt guckt es euch genau an. Babydrache und der normale Drache gehen jetzt hier auf die Queen. Und der Jakob denkt sich einfach, wieso soll ich meine Queen zünden? Und der Baby-Drache denkt sich so, alter, geil, easy, free snacks. Jetzt auch erst den Warden gezündet. Und dann wird das mal hier ein wunderschöner 11 gegen 10 Dip-Fail. Das hat man auch nicht so selten. Das hat man auch nicht so oft. Also das muss man erstmal schaffen, Jakob. Also hier nochmal Respekt an dich. Nein, der wird das hier hoffentlich alles mit Humor aufnehmen. Und darum habe ich auch am Anfang meine Fail-Angriffe direkt gezeigt. Und passiert halt super ärgerlich. Ich glaube, jeder hatte das schon mal, dass die Queen nicht das macht, was sie machen sollte. Die Clanburg hat unglücklich überlebt. Und dann, ja, war es das mit dem Angriff. So, als nächstes haben wir schon wieder einen Angriff auf Eren. Ich weiß nicht, aber auf deren Base, auf seine Base, ja, haben die Gegner nicht so gut angegriffen. Hier aber auch eine wunderschöne Base. Im Gegensatz zu vorher, Rambok hier wieder in den Single-Inferno-Turm geworfen. Und dann kommt jetzt hier der Golem, der in den Single-Inferno-Turm kommt. Also ich kann ja verstehen, dass man keinen Freeze-Zauber drauf wirft. Aber dann ist ja die erste Überlegung, die ich habe, ist es sinnvoll, eine Ramme mitzunehmen, wenn nur eine Mauer aufgebrochen wird. Und dann ein Golem drinne. Jetzt hier auch nochmal komplett geröstet. Und guckt euch an, wann der Freeze-Zauber kommt. Der kommt jetzt.
Jetzt. Er hat den Golem down. Und er hat den Rambock down. Und dann kommt für die Clanburg einfach. Für die Clanburg kommt dann hier der Frostzauber, wo ich mir denke, hä? Und hier der Frostzauber auf den Adler, auf die Queen, wo ich mir so denke, hä? Okay. Da wäre es doch viel sinniger gewesen, da die Freeze-Zauber anders einzusetzen. Naja. Beziehungsweise glücklich für uns, der nächste in Single, Fernoturm. Und ja, das war's dann hier mit dem Angriff. Nur das Rathaus bekommen und ich glaube knapp 30% hat er jetzt hier. Hat jetzt hier noch einen Bogenschützen, der ein bisschen was holt. Aber sind wir mal ehrlich, 30% One Star, 12 gegen 12. Das tut schon weh, das tut schon wirklich weh. Zumal Ehren ja noch nicht mal mehr wirklich maxed ist. Das war schon ein nicht so guter Angriff, also hier auch zu Recht im Video. So, als nächstes haben wir hier einen Fail-Angriff auf Jakob seine Base. Und auch hier wieder mit Minern. Und er hat einfach, wir gucken uns an, 46 Miner mit. Guckt euch an, wo die Clanburg ist. Also da muss man schon echt, keine Ahnung, das gut interpretieren, dass hier die Queen die Clanburg lockt und dann auch noch tötet. Kommt er jetzt hier auch mit seinen Mass-Minern rein. Und wo ich mir da so denke, hä? Wie zum Teufel? Also, was hat er sich bei dem Angriff gedacht? Anscheinend nicht wirklich viel. Weil auch irgendwie für die Miner null gefundet wird. Die sind jetzt hier alle außen, die Miner. In der Mitte ist, ist die Queen, der Warden. Und die schießen jetzt hier die ganze Zeit auf den Lava-Hund. Der Lava-Hund tankt jetzt hier die ganze Zeit den Queen. Wirft ihr jetzt einen Giftzauber drauf auf die Lava-Pups, okay, aber ja gut, jetzt hat er hier 40%. Jetzt haben wir uns so gedacht, so Alter, oh mein Gott, jetzt schafft er wirklich hier noch die zwei Sterne mit so einem schlechten Angriff. Und dann bricht der Boy einfach in der Clankriegsliga ab. Der hat hier locker noch, guck mal, der hat 45%, seine Queen lebt noch. Seine Bogies tanken hier noch. Das heißt, das wären 46, 47. Das wären locker außen noch mit ein paar toten Gebäuden. Locker 50% zwei Sterne gewesen. Und dann bricht der Boy einfach ab. Also der wäre, ohne Witz, der wäre instant bei mir geflogen, wenn der bei mir im Clan wäre. Also in der Clan-Kriegsliga abzubrechen, obwohl man noch den nächsten Stern hätte machen können, ohne Probleme. Das geht komplett gar nicht, meiner Meinung nach. Das geht gar nicht. Und darum hier. So, und dann kommen wir hier direkt auch zum nächsten Angriff. Und zwar hier auf Itzy seine Base. Und keine Ahnung, das ist mir auch so oft aufgefallen, dass irgendwie man sich so gedacht hat, Alter, easy Snack, so ein Rathaus ganz weit außen. Nehmen wir ja mal easy mit. Aber wie er das auch hier holen möchte... Ein Golem, der einen Multi-Inferno-Turm tanken soll, der gar nichts macht. Der Magier-Turm hätte nichts gemacht. Nur die beiden Minenwerfer. Und er setzt hier nur für das Rathaus einen Golem, richtig viele Magier, Bogenschützen, beide Helden. Wo ich mir so denke, hä? Also, wenn man denn schon auf zwei Sterne geht, dann doch wenigstens richtig, oder? Kommt denn jetzt hier von der anderen Seite mit Ramme und Only Hexen und Heiler? Also, auch hier null gefundet, gar nichts, einfach nur hingespammt. Seine Queen stirbt jetzt oben, wo er einen Heilzauber auf seine Queen wirft. Also nicht, dass er seine Heiler auf die Queen mitnimmt, nee. Er nimmt einen Heilzauber für seine Queen mit und seine Hexen ohne Tank, wo jetzt hier die Ramme stirbt. Also, ohne Witz, das kann ich nicht verstehen. Auch hier Valkyren in der Clanburg, die tanken auch nicht wirklich lange. Das heißt, die ganzen Hexen werden jetzt hier nach und nach rausgenommen. Lava-Hund in der Clanburg hatte auch absolut keine Ahnung gehabt. Und die Lava-Pups werden dann hier in Kombination mit dem Adler hier sogar den zweiten Stern verhindern. Und das fand ich schon echt... Also, wenn man wirklich nur auf zwei Sterne geht, dann doch bitte anständig, oder? Also, das tut dann schon echt doppelt weh. So, und als nächstes habe ich mir hier auch ein wunderschönes Replay rausgesucht auf Sir Philips seine Base. Und da müsst ihr auch mal drauf achten. Er setzt beide Helden, hat keine Clanburg dabei
und hat Only Miner dabei. Only Miner, sonst gar nichts. Er hat nichts anderes dabei. Nur Miner, Helden, keine Klamburg, nichts. Er hat nichts dabei gehabt. Also hier auch wieder, wo ich mir so bei denke, hä? Was ist bei manchen Leuten einfach nur los? Also man kann ja ein bisschen was vergessen, kein Problem. Aber so anzugreifen, das ist irgendwie komplett komisch. Jetzt haben wir hier auch zum Glück eine Damage-Klamburg. Das heißt, die ganzen Miner werden hier trotz Heilzauber hier nach und nach alle rausgenommen. Und Adler schießt hier auch drauf. Adler generell, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Hat er so dabei gedacht, Miner, das klingt ganz gut. Wenn ich einfach von der Seite angreife, wo der Adler einfach ganz weit weg ist. Und dann schafft er hier insgesamt 31%. Also hier auch keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Das war aber auf jeden Fall auch nichts. Und ja, wieder ein weiterer schöner Feldangriff gewesen. Und ich will zum Schluss hier nochmal auf jeden Fall betonen, dass wir alle hier in Kristall 1 auf jeden Fall noch nicht so gut angreifen können. Sonst wären wir nicht so weit unten. Und wir haben auch noch nicht alle die besten Basen. Und es ist alles fein. Wir sollen Spaß haben am Spiel. Und das ist hier das Wichtigste. Und wie gesagt, werde ich hier auch wahrscheinlich die ganzen Namen, so gut es geht, zensieren, damit ich hier auf jeden Fall die Gegner bzw. die Angreifer, die hier angegreift haben, nicht lächerlich mache online, weil das will ich gar nicht. Ich wollte euch einfach hier ein paar lustige Angriffe zeigen. Und wer das jetzt gemacht hat, ist doch eigentlich egal. Und ich hoffe, ihr hattet dann Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, ob das in Ordnung ist, wenn ich mich da so ein bisschen über die Angriffe lustig mache. Oder sagt ihr, Alter, das gehört hier nicht hin. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das seht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream täglichen Content hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch was. Macht's gut, haut rein und tschüss mit ihr.